Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Mr. You Help. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine 3D-Schrift, also eine Schrift mit 3D-Effekt erzeugen kann. Das Ganze ist eigentlich sehr simpel und kann man leicht erstellen, denke ich auch leicht folgen. Man fängt erstmal natürlich an mit der Erstellung einer Ebene. Die Maße sind egal. Ich habe hier jetzt mal 700 mal 300 genommen und Hintergrundinhalt ist auch egal. Und dann erstellen wir uns erstmal eine Textebene und schreiben den Text rein, den wir wollen. Ich nehme jetzt mal ein Mr. You Help. Und am besten nehmen wir gleich eine Schrift, die etwas breiter ist, also ein bisschen mehr Fläche hat. Und nicht so irgendwie eine dünne. Ich kann gerade mal zeigen. Mit einer dünnen, also sowas besser nicht. Okay. Sowas besser nicht, sondern lieber eine etwas dickere. Dann wird es generell einfacher oder sieht besser aus. Ja, die Farbe ist grundsätzlich auch erstmal egal, kann man später eh noch ändern. Ich habe jetzt erstmal hier rot genommen. Und dann fangen wir auch schon an mit dem 3D-Effekt. Dazu gehen wir auf das Bewegungswerkzeug und suchen uns jetzt erstmal aus, in welche Richtung wir das überhaupt machen wollen. Also ich habe jetzt hier nach rechts unten gemacht, man kann es aber auch nach rechts oben oder wie auch immer machen. Und ja, ich mache es jetzt gerade mal nach links oben, das Ganze. Dafür drücken wir Alt und drücken dann mit die Pfeiltasten, je nachdem wie oft wir wollen. Also dadurch, dass wir das machen, wird jeweils eine Kopie von der Ebene erzeugt, jeweils um einen Pixel verschoben nach oben oder nach links, wie man halt möchte. Und dadurch lässt sich dann dieser 3D-Effekt erzeugen. Jetzt, ich werde es einfach mal so lange machen, wie ich gerade Lust habe oder wie ich denke, dass es gut aussieht. Ja, zum Beispiel, ich habe es jetzt gerade mal 10 Mal gemacht. Sieht, denke ich, ganz gut aus. Dann sehen wir jetzt hier die ganzen Ebenen, die ganzen Kopien. Die markieren wir jetzt im Anklicken erstmal die 10 Kopien, damit wir die zusammenfassen können. Und drücken dann halt Steuerung E. Dadurch werden die auf eine Ebene reduziert. Man kann sie viel leichter bearbeiten. Und das werden wir jetzt auch noch machen. Erstmal ziehen wir jetzt noch die Textebene über, oder die ursprüngliche Textebene über den 3D-Effekt. Und dann gehen wir mit Doppelklick auf den 3D-Effekt und machen hier mal eine Farbüberlagerung, wählen mal eine andere Farbe aus, damit man das überhaupt sieht. Und zwar nehmen wir mal ein bisschen dunkleres Rot, wäre ich dafür, damit das halt so ein bisschen schattenmäßig aussieht. Man kann auch jede andere Farbe nehmen, aber ich finde, das sieht dann am besten aus, wenn man das so macht. Ja, hier sieht man, es ist ein eher kleinerer 3D-Effekt, weil die Schrift insgesamt so groß ist. Aber meiner Meinung nach schon ganz schön. Und ja, dann kann man es auch beliebig bearbeiten, eigentlich wie man will. Zum Beispiel kann man hier noch eine Kontur machen bei der ursprünglichen Ebene. Einfach Doppelklick drauf, dann werden die Ebenenstile geöffnet. Und die Filloptionen. Dann hier auf Kontur. Und hier dann, wenn hier die Farbe auswählen, ich nehme da gern schwarz. Und hier dann größer ein Pixel zum Beispiel und auch zwei. Und dann kann man das so. Dann kann man das so eigentlich ganz schön machen. Ja, das war's so generell. Im Hintergrund könnt ihr einfügen, was ihr wollt. Und wie gesagt, die Farbe ist frei wählbar, die Richtung ist frei wählbar. Und wie oft ihr das machen wollt auch. Ich denke, ein kleiner, schöner kleiner Effekt. Und ja, soweit dazu, viel dazu. Bis zum nächsten Mal und tschüss.